Wenn ich heute die Wanderung hat angefangen in Oi, das ist ein Vorort von Adelboden. Ich habe heute im Sinn, zu der Lohnerhütte raufzugehen. Das ist noch eine von den wenigen SAC-Hütten, die ich noch nie gesehen bin. Es geht also hier irgendwo ziemlich steil rauf. Und zwar da, wo die Sonne scheint. Da, irgendwann geht es hier rauf. Angeblich hat es hier Stahlseile, die man sich daran halten kann. Ich schaue jetzt mal, ob ich das machen will oder nicht. Dann sehen wir das. Ich laufe jetzt nachher dann auf den Kandersteig oben. Der andere Weg hätte ich von der Hütte, wenn ich raufgekommen wäre, oder beziehungsweise gegangen wäre, dann wäre ich wieder zurückgegangen auf Adelboden. Den Aufstieg da rauf habe ich erkannt. Da habe ich eines mit der Brigitte, der Monika und dem Marcel im Rückentreff. Aufgetragen, da sind wir verrückte Scheiben von Adelboden auf Kandersteg gelaufen. Monika war da gerade etwa 5 Jahre alt. Man sich das einmal vorstellen. Und der Weg geht also sicher 7 Stunden, ganz sicher. Das ist, wenn ich da zurückdenke, ganz verrückt. Da habe ich ja bekannterweise noch eine Mondski-Wanderung machen, und zwar von Kandersteg auf Adelboden. Da war ich auch da oben gewesen. Und zwar trotzdem mal genau um Mitternacht. Jetzt mache ich hier ein Päuschen, mache einen Mittagsrast, mein Brötchen essen und dann nachher geht es nur noch ab. Das wäre es mal für den Moment.